Herzlich willkommen bei meinem Getaggt-Video. Ja, ich wurde attackiert. Ich bin einem Attentat zum Opfer gefallen. Der liebe True hat mich getaggt und das bedeutet nichts anderes, als dass ich mich jetzt 10 mehr oder weniger angenehmen Fragen stellen muss, die ich dann auch entsprechend wahrheitsgemäß beantworten muss. Ich habe leider keine Wahl, aber ich habe zumindest in der Hinsicht eine Wahl, dass ich mir zu jemanden geholt habe, der mich dabei unterstützt und mir die schwierige Aufgabe abnimmt, die Fragen vorzulesen. Und derjenige darf sich natürlich jetzt gerne selber vorstellen, aber ihr kennt ihn bereits. Ja, guten Abend, ich bin's, Lukas, Lukas E., für die meinen Vornamen immer noch nicht gemerkt haben. Und ich bin heute hier der Interviewer. Genau, und ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt kurz, schnell und schmerzlos. Ja. Aber kurz und schnell ist bei mir nicht. Aber schmerzlos. Aber schmerzlos, und das ist sehr super zweideutig, aber okay, lassen wir es dabei. Aber mir tut jetzt schon alles weh. Darum wollen wir direkt einfach mal anfangen, oder? Ja. Also gut. Die erste Frage heißt: Was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm. Habe ich keinen. Also nicht in der, also den einen Lieblingsfilm zu benennen, ist ja ohnehin schon eine sehr schwierige Aufgabe, aber ich sag mal so, ich habe ganz viele. Ich finde die Herr-der-Ringe-Reihe toll. Ich spreche mal einfach ein bisschen schneller, sonst wird das hier zu lang. Ich finde die Herr-der-Ringe-Filme toll. Ich finde gesellschaftskritische Filme toll, wie I Do Crazy oder Dein Fernseher lügt. Müsst ihr unbedingt mal gucken. Ich finde auch alte Filme gut, wie Im Westen nichts Neues oder Citizen Kane. Absoluter Topfilm. Ebenso mag ich Sportdokumentation. Wenn ich den absoluten Lieblingsfilm auswählen müsste, würde ich sagen Project Gold 2007. Quasi das Sommermärchen nur in der Handballversion, und zwar bei der WM 2007 in Deutschland. Und spätestens bei den Spielen gegen Spanien und Frankreich habe ich immer noch Gänsehaut wie sonst was und sitze da mit einem Grinsen wie ein Honigkuchenpferd. Deswegen absolut empfehlenswert. Bist also quasi ein Globetrotter im cineastischen Bereich, wenn man so will. Oh ja, ich wohne quasi im Kino, wird leider auch mir sehr oft nachgesagt. Tja, hör mal, wenn wir schon rausfinden, dass du so ein unglaublicher Cineast bist, dann sind da bestimmt ganz viele Frauen da draußen, die sich jetzt eine ganz bedeutende Frage stellen. Bist du in einer Beziehung? Ah, ja, das ist natürlich die Frage, die ich sehr, sehr oft gestellt bekomme, wenn ich eine Frau treffe. Also man sieht mich und sofort, ob der vielleicht? Und ich kann mittlerweile wieder antworten, ja, da geht was. Meld dich. Okay, ich wähle mich mal direkt als Erste. Nee, ich bin relativ frischer Single wieder, deswegen meldet euch. Das klang ein bisschen verzweifelt, aber wir dürfen ja nicht alle vergessen, Verzweifler ist ja auch eine Pokémon-Attacke, und mit dieser sehr galanten Überleitung komme ich zur dritten Frage. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Mein Lieblings-Pokémon, naja, damit man da so fast jeder mitbekommen hat, der meine Let's Plays gesehen hat, dass ich ja eigentlich nur halbwegs zur Ahnung von Pokémon habe und eigentlich nur mich so richtig in der ersten Generation auskenne. So, einigermaßen. Beziehe ich mich auch nur auf die erste Generation. Ich mag zwar wie viele die Geisttypen, aber es gab halt nur 3 und naja, so viel Auswahl hat man da nicht. Deswegen sage ich einfach mal Glurak, weil ich habe noch nie was anderes genommen als Glumanda als Starter-Pokémon. Und deswegen, weil wegen Glurak und deswegen Glurak. Ja. Ist halt einfach cool. Es ist ein feuerspeiender Drache, ich meine. Das sagt alles. Tja. Ist halt so eine Mainstream-Wahl, ne? Was soll man machen? Ja, wer mag nicht Glurak? Ich schwimme halt auch gern mal mit dem Strom. Das ist manchmal einfacher. Ja, es ist vielleicht so. Ja, ich meine, aber wenn man sich dann überlegt, Mainstream ist ja auch gar nicht so schlecht, weil die meisten Nicht-Mainstream-Bands zum Beispiel klingen scheiße. Apropos Bands, was ist eigentlich deine Lieblingsband? Ach, ich sehe schon. Master of Überleitung. Ja, sicher. Ins Boot geholt. Oh ja. Besser als Nietz Bohmhof bei Giga. dann würde ich sagen, ja, meine Lieblingsband. Das ist so jetzt das Thema, wo ich gerade schon gesagt habe, da werde ich wahrscheinlich jetzt etwas länger drüber schwafeln. Ich lehne mich so lange zurück. Ich lehne mich so lange da mal zurück. Ja, lehne dich zurück. Genieß, lausche meinen wohligen Worten. Immer. So wie du es ja immer tust. Natürlich. Nein, die eine Lieblingsband. Genauso wie beim Film. Man kann es nicht herausfiltern. Nur bei Bands ist es noch ein bisschen schwieriger, weil ich ein
unglaublich breit gefächerten Musikgeschmack habe, der sich über die Jahre immer mal wieder verändert hat. Und am Ende habe ich mir gesagt, nee, ich will mich nicht verändern, ich bleib einfach bei allem. Deswegen kann ich mich mit jeder Art von Musikrichtung irgendwo doch arrangieren und aus jeder Sparte höre ich was, um da. Also wenn ihr mir eine Musikrichtung nennt, ich höre sie. Deswegen werde ich jetzt auch gar keine nennen, außer Schlager. Damit bin ich aufgewachsen. Ja, dann wären wir auch, Sonntags morgen. dann wären wir auch wieder in der Variante schmerzhaft, ne? Ja, wenn man jeden Sonntag morgens jahrelang mit Roger Whittaker geweckt wird. Nein. Oder mit der Kelly Family. Nein. Wobei ich die eine Zeit lang sogar gut fand, aber das darf ich eigentlich nicht sagen, aber egal. Aber ich komme ja auch Ja, gut, aus dem okay. Osten, ich darf das. Ja, du darfst das. Du darfst dann solche Ich darf Leute. das. Wir hatten keine Bananen, aber die Kelly Family. Aber das ist schon echt traurig. Aber ich muss sagen, ich fühle ein bisschen mit dir mit, weil ich habe ja auch in einem Altenheim gearbeitet und habe da ja auch schön sehr viel Schlager abbekommen und das war wirklich nicht mehr zu ertragen ab einem Ja. bestimmten Punkt. Nee. Ist Aber absolut nicht schön. ja. Aber wo wir bei alten Menschen sind, denke ich gerade an Harrison Ford. Magst du es da auch? Ne, ich war noch nicht ganz fertig. Warte, jetzt warte mal ganz Okay, kurz. Jetzt Entschuldigung. nicht so voreilig. Ich kann ja Sorry. nicht sagen, ich rede länger drüber und dann kanzeln wir das so schnell ab. Entschuldigung. Und ja, nee, ich nenne einfach nur noch mal ein paar Interpreten, damit die Leute überhaupt wissen, woran sie sind. Weil das war jetzt so viel Nichtssagendes. Ja. Ich sage einfach, ich nenne einfach mal die Interpreten frei raus. Linkin Park, das Alte sowie das Neue. Ja, auch das Neue, liebe Leute. Auch mit Jay-Z? Auch mit Jay-Z. Ja. Auch mit Jay-Z. Rise Against, sehr geniale Band, war ich schon auf dem Konzert, genauso wie bei Linkin Park. In Extremo war ich letztes Jahr auf dem Konzert, finde ich sehr geil. Ilo Vaiti, also Pagan Metal auch noch dabei. Kopi Klani, ich bin auch nächstes Wochenende mit Kumpels auf dem Heidenfest in Gießen. Yay. Da freue ich mich besonders auf Kopi Klani. Was haben wir noch? Ja, Rammstein, sehr groß. Die Ärzte natürlich, wie kann man sie nicht mögen? In Oh, da gibt's, glaube ich, Abstrichen auch genug. die Toten Hosen. Ich glaube, da gibt's genug, die Ärzte nicht mögen. Ja, die haben wir alle keine Ahnung. Aber davon jede Sagen wir Menge. doch, wie es ist. Ja, es gibt auch viele, die keine Ahnung haben. Das schließt sich ja nicht aus. Das ist richtig. Es gibt keine Intelligenz der Masse. Auch die Masse kann dumm sein. So. Sieht man ja. Nein, ich bringe jetzt keine RTL-Witze, nein. Nee, nee. Nein, 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 das machen wir mal nicht. So. Oder aus anderen Musikstilen auch Gigi D'Agostino. Gigi ist ein Gott am Mixpult. Einfach nur ein Gott, genauso wie Mark O. Falls ihr noch jemand kennt. Ach Gott, das ist ja Von den Älteren. Ewigkeiten her. Ist er jetzt auch nicht. Ja, ist nicht mehr das Jüngste, ist nicht mehr der Jüngste. Die Schlümpfe. Muss ich wirklich gerade mal erwähnen, weil ich. Muss ich einfach mal gerade sagen, weil ich letztens ein Video von einem Reviewer gesehen habe, der seine Top-Musikliste veröffentlicht hat und da war auch ein Schlumpfenlied dabei und ich als Kind alle Schlumpfen-CDs hatte und alle auswendig konnte und extrem mitgetanzt und gesungen habe. Deswegen zähle ich die einfach mit auf. Wir hatten alle Schlümpfen-CDs, glaube ich. Alle, die damit groß geworden sind, hatten Schlümpfen-CDs. Ja, die hatten sie, glaube ich, alle und Kassetten und was es nicht davon gab, ja. Nee, oder auch Eminem, der beste weiße Rapper überhaupt. Der einzige weiße Rapper eigentlich. Naja, es gibt noch so zwei, drei andere, aber die kann man ja nicht nennen. Nein, Das sind auch eigentlich dann keine Rapper, glaube ich. ja, ich rede jetzt. Ja, gut, sagen wir Eminem. Ja. Eminem, genialer Künstler. Dido, super, also auch aus diesem ruhigeren Bereich. Und allgemein kann ich noch sagen, ich liebe Musicals, ich liebe Musical-Musik. Deswegen habe ich mich auch gefreut, wo du das gesagt hast. Ich liebe A-cappella-Musik, ich war auch schon bei The Blanks auf dem Konzert. Letztes Jahr in Köln, oh, war auch sehr geil. Und sehr witzig. Ja, nee, komm, lassen wir es einfach dabei. War Sonst auch dauert jetzt. das. Das, nee, das wird sonst zu lang. Ja, das war jetzt auch schon einiges, Ja, das läuft ja schon wieder 11 Minuten hier. Meine Fresse. wie ich quasi schon gesagt habe, auch beim Film schon, ist ja auch jetzt noch Globetrotter im musikalischen Bereich, ist ja grausam, wenn man so will. Also es ist. Ich
Du weißt doch, ich bin noch tolerant ge allen gegenüber, außer Milchkulturen. Ja, immer, immer. Ja, Aber jetzt hast du mir scheiß natürlich Milchkuh. meine wunderschöne Überleitung versaut. Aber die Frage hast du ja schon gehört. Ja, mag ich Star Wars? Natürlich mag ich Star Wars. Und ich kann auch im gleichen Atemzug sagen, ich mag Star Trek nicht. Star Trek empfand ich immer als relativ langweilig. Den einzigen, den ich da mag, war eben Spock. Das ist irgendwie typisch. Ja, ich mag rational denkende Wesen. Und er war ja nun mal der Inbegriff eines rational denkenden Wesens. Ja, Nee, so. aber Star Wars finde ich geil. Die alten, die neuen, die, weiß nicht, vielleicht altersbedingt finde ich die neuen teilweise zum Angucken vielleicht schöner, aber sonst, nö, mag ich, aber ich bin jetzt auch nicht so der Fan, dass ich sagen könnte, ab Minute da und da sieht man da einen Kameramann im Hintergrund sich spiegeln im Laserschwert oder so. Also, ich bin da jetzt keiner, der die Filme studiert hat. Ich gucke sie mir gern mal an, aber das war's dann auch. Ja, sicher. So, und jetzt habe ich dir keine passende Überleitung gegeben. Nee, ich weiß aber ehrlich gesagt, auf die nächste Frage gibt es keine passende Überleitung. Zumindest alles, was mir in dem Sinne einfällt, ist, glaube ich, unangemessen. Deswegen frage ich einfach die Frage, warst du schon mal in Polen? Nun, für manche Leute wissen ja, dass ich in Brandenburg geboren wurde. Und zwar im Märkisch-Oderland. Und das sollte vor allem das zweite Wort doch irgendwie hellhörig machen. Oder. Ich bin ein Oderkind, wohnte und lebte entsprechend lange an der Oder. Und wenn man an der Oder wohnt und lebt, hat man zwangsläufig doch irgendwann mal Kontakt mit Polen. Ich war als Kind quasi jeden Tag an der Oder und habe rübergewunken nach Polen. Wir kaufen unsere Autos noch. Habe Ja, ich da geschrien? Ja, solange du nicht so. geschossen hast, ist ja alles in Ordnung. Nein, Klischeewitz habe ich auch noch erfüllt. Den kann ich jetzt auch abhaken. Ja, gut, wunderbar. Nee, wir waren sehr, sehr, auch wir waren auch sehr, sehr viel drüben in Polen auf diese Großmärkte und ich mag Polen. Ich habe an Polen nur gute Erinnerungen und ich bin gerne in Polen. Deswegen, ja, ich war schon in Polen und ich mag Polen und ich finde es traurig für alle Menschen, die noch nicht da waren. Es ist schöner, als man glaubt. Es ist schöner, als man in den Nachrichten sieht. Ja, solche schönen Erinnerungen kann dir keiner mehr stehlen. Nee. Ich habe da auch meine allererste Pokémon-Edition her. Gelb. Auf Englisch. In der 2. Klasse. So habe ich Englisch gelernt. In der Grundschule. Ist auch eine gute Variante. Ja, ist auch eine gute Ich habe Variante. auch Englisch durch Videospiele gelernt, also passt das. Ja, richtig. Und durch mein Studium, aber okay, es geht ja nicht um mich. So, Du hast deinen genau, ich Auftritt. hatte meinen Auftritt schon. Ich will nicht mehr. Heute bin ich das Prinzesschen. Ja. Wir sind aber schon bei Frage 7, du glaubst es kaum. Und jetzt kommt eine Frage, ja, die im Prinzip sowas ist wie, weiß ich nicht, mir fällt leider wirklich gerade Leck kein mich. Vergleich ein. Ich sag's einfach, Xbox 360 oder PlayStation 3? Es ist so die Frage. Ehrlich gesagt, ich verstehe die Frage nicht. Beide Konsolen sind an sich gut. Man muss halt für sich persönlich die Vor- und Nachteile abwägen. Ich hatte weder eine 360 noch eine PS3 in meinem Leben. Ich hatte zwar die erste Xbox, aber ich würde einfach mal zur Xbox, nicht zur, ja, zur Xbox tendieren. Einfach wegen dem Controller. Aber das, ja, ist wahrscheinlich auch Sache der, ich sag's mal, Erziehung oder der Gewöhnung über Jahre hinweg. Aber, weiß nicht, ich würde auch gerne meine PS3 haben, einfach wegen so Spielen wie Heavy Rain oder Little Big Planet, die ich unglaublich gerne mal spielen möchte. So unglaublich gerne, weil es ja einfach, aber leider sind es ja Exklusivtitel für die PS3. Aber im Prinzip, ja, ist es mir Latte. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, sage ich Xbox 360 mit dem geilen Controller, den ich auch benutze am Computer. Ja, genauso wie ich. Ja gut, ist eine klassische Geschmackssache, ne? Microsoft. Ja. Ich glaube, da kann man nicht viel drüber Nee, diskutieren. da. Gut, ich habe eine Wii, sagen wir es mal so, wie es ist. Ja, ist auch gut. Wii ist auch super. Ich verstehe nicht, warum die in diesen Fragen die vorkommt. Warum nicht Xbox 360, PS3 oder Wii? Oder jetzt demnächst Wii U? Ja, ich verstehe das alles nicht. Ist mir auch egal. War nie so der Consolero, deswegen mische ich mich da auch gar nicht groß ein. Ja, gut, ist auch eine ganz andere Thematik. Können wir ja mal einen Podcast drüber machen. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Die machen Ja. mal Konsolendiskussion. Okay. Das wird bestimmt kompliziert. Darauf nagel ich dich fest, das haben wir jetzt auf Band. Ja, von mir aus, von mir aus. Ja, ich sehe es schon kommen. Nagelt mich fest. Das ist eine Unverschämtheit. Ja, wie bei You Don't Know Jack. Ja.
Mist, mir fällt keine Überleitung ein. Ich versuche schon die ganze Zeit verzweifelt, aber ich weiß keine. Tut mir leid. Die nächste Frage ist, wir sind bei der achten Frage inzwischen übrigens. Heißt einfach, wenn du ein Tier sein könntest, welches? Katze. Atze? Ach, Katze. Katze. Ich hab jetzt gerade an Atze Schröder gedacht. Ja, genau, ich möchte ein Kopfbusch sein. Nein, ich möchte ein Bosch. Nee, natürlich, Katze, ich bitte dich. Katze ist ein wunderschönes Tier. Es wurde nicht umsonst von Ägyptern angebetet, vergöttert. Und wenn ich es aussuchen müsste, Katze bei meiner Tante in Berlin. Das Verwöhnprogramm für alle Katzen. Die sind zwar fett wie sonst was, aber die sind so alt wie ich. Gut, die eine ist letztes Jahr gestorben, aber die andere ist noch 22 Jahre, also da scheint es nicht ganz so schlecht zu sein. Ist doch ein beachtliches Alter. Für eine Katze. Ja, aber so oder so, an und für sich ist eine Katze ja durchaus ein schönes Tier, aber es kann auch gefährlich sein, wenn man eine Katze sein möchte. Ich meine, muss überlegen. Ja, ich könnte jetzt auch Schwein oder sonst was sagen, wenn ich irgendwie Interesse habe, sexuelle Vorzüge genießen zu wollen, aber nein, ich möchte eine Katze sein, weil Katzen sind cool, Katzen sind tolle Tiere und Katzen sind selbstständig. Ja, das stimmt allerdings. Aber, also ich bin auch persönlich totaler Katzenfan, aber Ja, bin ich. Katzen sind ja jetzt eigentlich nicht, sag ich mal, jedermanns Geschmack. Zum Beispiel der Frontmann von Wieso mag Katzen überhaupt nicht. Und wo wir gerade nochmal wieder zur Musik zurückkehren, Ja, wäre das war die mir klar. nächste Frage. Was ist heute dein Lieblingssong? Das ist eine sehr, na gut. Ja, ich weiß, wir gehen die Überleitungen aus, Ja, es ist die spät. Überleitung war sehr plump, ja. Was ist heute mein Lieblingssong? Ja, das habe ich mir schon halbwegs in das Hirn zermartert, aber jetzt, wie sie das ja so ist, ergibt sich das meistens eh von ganz allein. Und zwar ist heute mein PC ja total flöten gegangen. So, und dann habe ich im Auto einfach eine neue CD reingeschoben und was kam? Disco Ensemble, eine sehr geile Band, habe ich damals entdeckt als Vorband von Linkin Park. Eine finnische Band. Viel zu unbekannt, meiner Meinung nach. Viel zu unbekannt. Und zwar heißt das Lied Headphones. Und darum geht es einfach, wenn dir alles auf den Piss geht, wenn du einfach mal abschalten willst, setz deine Kopfhörer auf, hör Musik und blende einfach mal alles aus. Und das ist so genau das richtige Motto, wenn. Das war heute einfach genau das richtige Motto nach dem ganzen Stress mit dem scheiß PC. Und deswegen Headphones. Ich werde es auch verlinken, damit ihr euch das schöne Stück anhören könnt. Jo, das wollte ich Ja. gerade sagen. Das solltest du am besten, gerade wenn es so unbekannt ist, am besten direkt verlinken. Ja, es ist halt relativ bekannt. Ich glaube, seit sie als Vorband für Linkin Park aufgetreten sind, sind sie ein bisschen bekannter geworden. Aber ich glaube, immer noch viel zu unbekannt. Haben einfach mal drei geile Alben rausgehauen. Also muss man sich echt mal anhören. Also ich kenne sie nicht. Also ich werd dann persönlich einfach mal reinhören. Vielleicht ist es ja was für mich. Man kann es ja mal versuchen, ne? Man kann's. Ja gut, ich muss dazu sagen, ich brauchte auch über ein Jahr, um warm zu werden mit denen, weil es ist gewöhnungsbedürftig am Anfang, vielleicht vor allem die Stimme des Sängers oder generell der Sound, aber wenn man sich drauf einlässt, und heute bin ich total begeistert, totaler Fan von. Entwickelt sich halt über die Jahre, entwickelt sich. Ja, man hört auch bei dir raus auf jeden Fall, dass du sehr starken Draht zur Musik hast. So auch schon der Frage von gerade, wo du so viel erzählt hast. Ja, ich liebe Musik. Ja, da liegt natürlich die Nachfrage, ob dir der Musiker jemals ein Traumjob war bei dir oder was ist eigentlich dein Traumjob? Sänger! Nein. Nee, lass mal, nee, lass mal. Traumjob, ich weiß nicht, der Traumjob. Ich sag mal, der Traumjob wäre es natürlich, wie sollte es bei mir anders sein, Fußballtrainer. Alles andere wäre ja komplett gelogen. Aber wenn es so um die realistischen Ziele geht, die ich erreichen könnte, würde ich sagen, entweder Berufsschullehrer. Ich mag den Beruf des Lehrers. Ja. Ja, danke schön. Ja, bitte, nee, nicht nur wegen dir, auch meine Mutter war ja auch Lehrerin. Jahrelang, bevor sie dann Büroangestellte wurde. Das ist ein Da. komischer Wechsel, aber okay, darum soll es jetzt nicht gehen. Ja, ist, nee. Aber ich mochte den Beruf des Lehrers schon immer. Dann eben, ja, Arbeitsvermittler für Jugendliche, also in der Altersstufe 16 bis 25 beim Arbeitsamt. Ja, es gibt Leute, die gerne freiwillig beim Arbeitsamt arbeiten möchten. Oder natürlich Gerichtsvollzieher. Ist auch ein super spannender Beruf, weil ich auch gerne mit Gesetzen arbeite. Beim Amtsgericht würde man da. Ja, ich mag auch extrem den öffentlichen Dienst, da habe ich auch meine Ausbildung drin gemacht, deswegen mag ich den so. Weil ich die Vorzüge kenne.
Oh. Und ja, nee, das wären so die drei Berufe, die ich jo, für mich auf jeden Fall in Erwägung ziehe. Vielleicht gut und der Notfallplan ist Immobilienmakler, um mich früh abzusichern, aber sonst. Aber sonst, nee. Genau. Aber wenigstens sagst du nicht Let's Player als Traumberuf, das ist ja schon mal beruhigend. Nee, ist ja ein Hobby. Eben. Ist ja ein Hobby, weil ich glaube, wer mit dem, ja nee, das ist ja jetzt wieder diese Floskelsache. Wer anfängt, als Let's Player zu werden, nur weil er damit mal Geld verdienen will, ist eh schon völlig falsch. Das, ja, nee, brauchen wir hier gar nicht drüber Ich diskutieren. glaube, da gibt es ganze Foren drüber, nur über dieses Thema. Da gibt es eigene Podcasts drüber schon, die ich gehört habe. Und nee, lass mal, komm, ist nicht unser Thema Nee, jetzt. vor allem nicht jetzt mehr. Nicht mehr um die Zeit. Nicht um die Zeit, nee. Ich bin schwer krank. Ja, auf jeden Fall haben wir damit tatsächlich alle Fragen abgearbeitet und wir haben dafür nur, lass mal schauen, oh, tatsächlich 25 Minuten gebraucht. Ja, bei mir kurz und schnell geht halt nicht. Ja, Ladies, ne? aber wenigstens schmerzvoll. Um Das ist. auf Frage 2 zurückzukehren. Ich klinke mich an dieser Stelle aus und gehe in die Ecke und weine, glaube ich. Oh Gott, das erinnert mich an das Video gestern. Oh. Ah, schön. Das ist sehr schön. Egal. Okay, wovon auch immer du redest. Ja, ich rede auch gerne mal mit mir selber. Ich merke das schon. Ja, nee. Dieses egomanisch veranlagte Schneeballsystem hier. Ja, aber damit auf jeden Fall können wir dieses Tagging abschließen und du Oh ja. darfst wunderschöne Schlussworte geben, um deinen Tag zu verabschieden. Ja, ich muss ja, glaube ich, sogar noch jemanden taggen. Und, ja, ich habe gestern schon derjenigen Person gesagt, dass ich ein Druckmittel habe, dass ich fange mal anders an. Und zwar habe ich gesagt, ich weiß, dass du bald ein Video machen musst. Und zwar musst. Und warum wirst du dann morgen erfahren? Und er hat sich gefragt, welche Art von Video? Aber er weiß es ja mittlerweile schon von deinem Video. Also er kann eins und eins zusammenzählen. Oh, ja. Immer. Ja, er kann logisch denken, das ist immer blöd in Diskussionen mit ihm. Ja, nee, die dummen, nein, sind mir da lieber. Nein. Und ja, er hat gesagt, er möchte das nicht machen, weil er mag solche Art von Videos überhaupt nicht. Und ich habe ihm aber gesagt, ist eh schon zu spät, ist schon aufgenommen. Das war natürlich total gelogen. Das haben wir vorhin erst drüber gesprochen, deswegen kann ich das ja jetzt so frei raus sagen. Also. Erdmännchen, wir hatten es noch nicht aufgenommen, aber du hast trotzdem keine Wahl, wie du vorhin richtig festgestellt hast. Ich werde es trotzdem machen. Natürlich, weil du es nicht magst, umso mehr, um dich zu ärgern. Das ist ja der ganze Sinn der Sache. Das soll ja andere ein bisschen ärgern auch. So wie True es ja immer impliziert hat. Und deswegen tagge ich Mr. Valkyrie, das liebe Erdmännchen. Ich meine, jeder kennt ihn. Jeder. Jeder möchte ihn als Haustier haben. Jeder. Ja. Und wenn er nicht sagt, wenn er bei Frage 8 oder so, was für ein Tier er sein möchte, nicht Erdmännchen sagt, dann kenne ich ihn nicht mehr. Aber er wird es sagen. Auch wenn er ein Katzenfreund ist, aber er wird es sagen. Ja, gut. Und bevor wir uns jetzt der halben Stunde oder sogar der Stunde nähern, würde ich sagen, True, du Sack. Ja, Fürs Taggen. in meinem Sinne auch nochmal, tut du Sack. So. Ja. Von uns beiden, genau, du Sack. Und ich wurde ja getaggt, weil ich ja angeblich die Sprecher verscheuche, aber egal. Was das heißt, lasse ich jetzt einfach mal im Dunkeln. Deswegen fragt ihn doch einfach selber. Obwohl, lieber nicht, dann erzählt er wieder Geschichten. Ist gefährlich, wenn True Gut. Geschichten erzählt. Ja, es ist gefährlich, Die der sind kann ja meistens so nämlich viel. true. Es ist. Oh, mein Entschuldigung. Gott. Wir sagen, wir machen hier Schluss, bevor uns beiden das Hirn durchbrennt. Der war unerwartet. Aber er war gut. Ich gebe mich geschlagen. Und ich gebe dir recht, wir beenden das Ganze jetzt wirklich. Ja. Langatmig, ausdauernd, aber trotzdem halbwegs schmerzlos. Beenden wir das nun. Ich danke.
Ich bedanke mich bei dir, Lukas, für die kurze Zeitnahme. Ja, sehr gern geschehen. Ja, ist immer schön, wenn du mal so 5 Minuten zur Verfügung hast. Ich hoffe, das Geld kriege ich auch dann später, ne? Hä? Echt? Ja, gut. Nee, dafür wirst du dich ja morgen dann rächen, wie du ja gesagt hast. Ja, natürlich, natürlich. Vielleicht. Ja, Vielleicht, wirst du vielleicht morgen auch einiges nicht. raushauen. So, ja, ich bin erkältet, ich bin schwer krank. Mal gucken, wie lange. Gut, Okay, dann sagen wir mal Tschüss. dann, das ist ein gutes Wort. Tschüss. Immer das Tschüss. letzte Wort haben.